So, herzlich willkommen zurück zu einem nun hoffentlich einigermaßen funktionierenden Server. Hab gerade neu gestartet. Dürfte sogar noch beim Hochfahren sein. Oh, fertig. So. Sehr schön. So. Folgendes. Wir brauchen Betten. Wir haben 12 Zimmer, das heißt, wir brauchen 12 Doppelbetten, also 24 normale Betten. So, für ein Bett. Achso. Das macht überhaupt keinen Sinn. Warum ist das hier so? Alter Schwede. Na gut. Was? Genau. Wir brauchen. Achso, nee, ich hab grad neu gestartet. Drei, vier. Das heißt, genau. Also wir brauchen doch eine ganze Menge volle. Alter Schwede, ey. Gut, dann müssen wir doch noch mal ein bisschen Wolle holen. Das reicht gerade so nicht, glaube ich, weil wir brauchen 72 und so viel kriegen wir hier, glaube ich, nicht zusammen. Ja, doch. Was rede ich denn da? So? Nein, so? So. Perfekt. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ach komm. Holz und Stöcker. Das sollten wir schaffen, das sollten wir jetzt hinbekommen. So, 24, das brauchen wir jeweils 48. Ein paar Stöcker haben wir ja schon. Das heißt, wir nehmen nochmal 12 Stück, dann haben wir die 48 Stöcker. Und hier haben wir genau 48 jeweils. Hä? Was laber ich überhaupt? Hier brauchen wir nur die Hälfte von. Egal. So. Nein. Doch, war doch richtig. Perfekt. Ist das jetzt so korrekt, was ich jetzt hier mache? Doch, müsste richtig sein. Genau, 24 Betten. So, und davon jetzt jeweils. Sehr schön. Sehr schön. So, das heißt, die Betten haben wir schon mal. Den packe ich schon mal nach hier unten. Die ganzen Werkzeuge können wir hier raus. Weg. Bei den Sachen, die wir jetzt bauen, ist nichts, wo wir eine Spitzhacke brauchen. Hoffe ich zumindest. Achso, jetzt die ganzen Leitern können auch mal weg. Das ganze Holzgedöns hier. Na gut, die Stöcke brauchen wir jetzt gleich. Okidoki. Überlegen. Tische, genau. Tische. Table. Brauchen wir das hier? Das hier? Was? Nein, wir wollen großen. Warum haben beide das gleiche Rezept? Wollen wir hier schon wieder verarschen? Das ist eine fucking Mod. Und eine einzige Mod hat für zwei Sachen das gleiche Rezept. Das macht sowas von keinen Sinn. Oder denke ich gerade. Ach wow, ja, nee. Ich mach keinen Sinn. Nicht aus dem wird dem hier, sondern aus dem wird dem hier. Alter. Boah, jetzt. Wie so und.
Ah, okay. Okay. Wow. Wow. Okay. Sehr viele Zwischenschritte. Das heißt, wir brauchen pro Zimmer würde ich gerne zwei. Ja, doch schon so einen Dreiertisch machen. Pro Zimmer ein Dreiertisch klingt realistisch. Das heißt, also, ne, also ein Tisch, der quasi drei so eine Bretter beinhaltet. Das heißt, bei 12 Räumen brauchen wir 36 von diesen Dingern. So, 36 davon heißt, wir brauchen auch 36 davon. Ah, und 36 davon. Okay. Wow. Ja, 36 geht nicht, das heißt, wir machen 45. So ungefähr. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Einer kann schon mal weg. Das wird nichts. Alles. Alles. So, damit haben wir schon mal die Dinger. Jetzt kommen die hier. Und da brauchen wir auch 24 von. Das heißt, wir brauchen 24 mal 7 Stöcker. Das müssten so knapp 200 sein. Also 175 oder so ein Scheiß. Irgendwie sowas. Wir machen also mal einfach so hier und dann so hier. Und dann gucken wir mal. Nein, bitte so. Alles. Und dann nehmen wir 24. Und der Rest kann wieder weg. Okidoki. So, dann haben wir das schon mal, dann haben wir das schon mal. Dann kommen jetzt die kleinen Tische. Da brauchen wir dann nur 12 von. Was scheinbar auch schon teuer genug ist. Das passt sogar genau. So, kommt noch da. Und schon geht es langsam das Holz aus. Wir brauchen also noch mehr Holz, was ja auch ersichtlich war. Jetzt mal no joke. Ich glaube mal, Was? Egal. Nicht weiter nachfragen. Was jetzt? Wir haben keine Nachttische. Dann brauchen wir jetzt Stühle. Okay, wir brauchen noch viel mehr Wolle. Ich guck mal noch schnell Wolle. Weil ich würde schon gerne gepolsterte Stühle machen. Das soll ja kein Hotel für arme Leute sein, sondern schon ein etwas. Naja. Also ein Hotel, wo man sich auch mal hinsetzen kann, ohne direkt Arschprobleme zu bekommen. Das hat man hier direkt die Arschkarte. Haben wir zweimal genommen? Ne, wir haben nur einmal genommen. So. Langsam wird die Wolle knapp. Hätte ich ja nicht gedacht. Komm, wir nehmen einfach mal alles mit, außer eins. So. Dann kann keiner behaupten, hätte mal noch mehr mitgenommen. Weil mehr geht nicht. Was nicht geht, das nicht geht. Das ist Logik. So. Ach so, siehst du halt. Wer, siehst du, jetzt wo ich gerade den nicht mehr angucke, ne? Ich nehme auch gleich mal Papyrus mit. Und ich kann schon wieder nicht sprinten. Boing. Oder liegt es hier an mir? Mal gucken, meine Schaltungen aus. Kann das hier an mir liegen? Nee, ne? Ne, die Rohre sind auch leer. Oh, nö. Also mir liegt der Leck nicht. Wir können den auch wieder an. Ja. Selbst das dauert ewig. Hallo, bitte wieder ausgehen. Hallo? 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 Danke. Okay.
So, Papyrus. Papyrus haben wir, ui, haben wir aber eine ganze Menge haben wir da ja. Wir werden aber auch eine ganze Menge brauchen. Ich weiß zwar jetzt gerade aus dem Kopf nicht wie viel, aber auch hier nehmen wir mal lieber ein bisschen mehr mit. Ne, zurücklegen können wir später immer noch, wenn wir dann fertig sind mit allem. Und dann wissen, wie viel wir brauchen. Zumal wir ja auch noch ein bisschen Papyrus haben bei uns in der unteren Kiste. Aber trotzdem. Lieber zu viel als zu wenig. Wobei das auch ein bisschen, ne, betrachtungsweise ist, ich meine zu viel, ne, dann haben wir halt volles Inventar. Und das ist nicht unbedingt vorteilhaft. Okay. So. Jetzt haben wir die Tische, also unsere Nachttische. Wir haben alles für die Haupttische. Wir haben die Betten, dazu halt die Nachttische. Da brauchen wir aber dann noch die Lampen, aber die kommen dann gleich. Erstmal überlegen, brauchen wir jetzt eigentlich bloß noch die Stühle und die Bücherregale. Und dann haben wir alles außer die Lampen. Okidoki. Stühle. Was brauchen wir da? Da würde ich gerne pro Raum 2 machen. Das heißt, brauchen wir auch 48 von. 24. Das geht ja sogar. Also kriegt man sogar gleich immer 2 raus. Interessant. Okay. Das heißt, wir brauchen... Direkt wieder vergessen, was wir eigentlich brauchen. 24 Stühle. Also brauchen wir auch 24 von diesen Dingern hier. So. Und wir brauchen noch Stöcker. Und die reichen definitiv nicht. Da brauchen wir noch mehr. Haben wir noch Stöcker rumzulegen? Oh Mann, dieses Ach, ganz links. Oh, Alter. Ich brauche Urlaub. Ach, mach du, was du willst. Weg mit dir. Ja. Danke. So, hier brauchen wir, genau, ich wollte gucken, ob wir Holz haben, ob ich Holzstöcke habe. Ach, ich habe sogar noch für Stühle. Na, schau mal einer an. Das ändert natürlich die gesamte Lage. Dann mache ich hiervon nur noch so 2. Dann können hier nämlich nochmal 4 weg. Und aus denen mache ich jetzt ein paar Stöcker. Einfach, weil ich es kann. So. Und jetzt brauchen wir Stühle. Alles. Und das Ganze dann 12, 24 Mal. Okay. Warum schon Ende? Habe ich irgendwas krass falsch gemacht? Ach so, ja, hier, klar. Hier unten sind schon welche. Alles gut. Hätte ich beinahe zu viel gemacht. So, und jetzt brauchen wir noch 24 Mal Wolle. Richtige Wollust hier. Genau, doch 24. So. Sehr schön. Gut, jetzt haben wir die Stühle für die Tische, wir haben die Nachttische, wir haben die Betten, jetzt fehlen bloß noch die Bücherregale. Da brauchen wir auch noch mal eine ganze Menge Holz. Gott, wie viel Holz wir dafür verbrauchen werden. Okay. Na gut, besser als irgendwie Keramik oder so ein Scheiß. Weil das wäre dann echt so teuer geworden. Das wäre echt ganz schön teuer geworden. So ist das ja alles sogar... super billig und super preiswert. Was jetzt? Ach genau, Bücherregale. Bücherregale. Wie viel machen wir denn? Ich würde mal sagen, pro Zimmer machen wir so ein 4er-Regal. Und für ein Regal brauchen wir 4 Stück Holz.
Das heißt, wir brauchen viermal für Holz. Genau, pro Zimmer. Also insgesamt 24. Mal. Müsste ja so genau passen, oder? Doch, genau, passt so genau. Ja, dann brauchen wir bloß noch die Bücher. Und da kommt jetzt das Zeug hier ins Spiel. Beziehungsweise so. Beziehungsweise so. Ah, nee, doch, war richtig. Genau, Papier. Oder halt, bevor ich jetzt gemacht habe, ich habe es garantiert schon gemacht, egal. Erstmal gucken, wie die Bücher auch wirklich gemacht werden. Nicht, dass sie jetzt. Doch, okay, ist richtig. Ist richtig. Okay. Dann das Ganze nochmal. Und das. So. Erstmal gucken, wie viele Bücher wir überhaupt brauchen. Also, wir haben 24, 48, 24, 24? Hier ist so wenig, wir brauchen 48 Bücherregale. Wir haben viel zu wenig Holz. Wir brauchen noch ein bisschen was. So, wir haben 48. Wir waren pro Zimmer 4 Regale und wir haben 12 Zimmer. Also, 12 mal 4 sind 48. So, das heißt, wir brauchen 48 mal 3 Bücher. Das ist heftig. So, das heißt, wir haben jetzt 33. Und ja. Brauchen wir dementsprechend nochmal 15 dazu. Also 45 Bücher. Passt das? Macht das Sinn? Wir haben jetzt 33 Bücherregale. 48 brauchen wir. Die Differenz 48, 33 sind 15. Und für 15 Bücherregale brauchen wir dann noch 15 Bücher. Doch, das macht voll Sinn. Dann haben wir aber doch zu viel Papier gemacht. Dann haben wir viel zu viel Papier gemacht. Was ja wieder klar war. Ah ja. Wenigstens haben wir nicht so viele Bücher gemacht, weil mit zu viel Papier kann man wenigstens was machen. Mit zu viel Büchern, ich glaube, aus Büchern kann man denn nichts mehr machen. Aus Papier können wir wenigstens irgendwie Kabel machen oder so ein Scheiß. So, dann sollten wir jetzt hier eigentlich alles haben. Du kommst nach da. Du kommst nach da. Warum mache ich das eigentlich so umständlich? Ich kann auch einfach direkt so hier machen. Ich habe tatsächlich verrechnet. Hä? Wir hatten noch 99 Bücher bereits gehabt und 99 durch 3 wären noch 33 gewesen. Ach, ich hätte 45 Bücher machen müssen. Eben, uns fehlen noch 15 Regale. Da brauche ich also nicht 15 Bücher, sondern 15 mal 3 Bücher. Alles gut, wir brauchen also noch ein paar Bücher. Um genau zu sein, brauchen wir noch 30 Bücher, also 90 Blätter. So. Okay. Ja. Ach komm, mach hin. Danke. Ist das jetzt so richtig? Doch, ist völlig richtig, ist völlig korrekt. Also ich bin jetzt gerade so komplett durch. Na komm, na komm. Kommst du? Hallo? Danke. So. Okay, damit haben wir auch die Dinger. Und jetzt fehlt wirklich bloß noch die Lampen. Oder? Wir haben die Betten. Zu dem Bett das Nachttisch. Wir haben die Tische. Wir haben zu den Tischen die Stühle. Ja, und dann gibt es ja bloß noch das Bücherregal. Mehr gibt's ja nicht. Oder? Was? Egal, auf jeden Fall fehlen die Lampen. Die Lampen fehlen auf jeden Fall noch. So. Und die werden jetzt ein bisschen teuer. Hell. Was? Wer zur Hölle ist Hell? So, und die Dinger werden jetzt definitiv teurer. Okay, wir bekommen aber dafür auch immer gleich zwei. Das ist schön. Das heißt, wir brauchen das Rezept nur 12 Mal machen.
Da brauchen wir 24 mal Plastik. Nein, Papier. Dann brauchen wir Kupfer wahrscheinlich. Ja, macht voll Sinn. Achso, halt. Für 12 mal Kupfer brauchen wir auch 12 so Dinger hier. Ach, jetzt habe ich dreimal geklickt. Egal. So, 6 mal Kupfer brauchen wir. Hallo? Danke. So. Kommst du? Kommst du? Danke. So, dann brauchen wir... Klein Glimmlichtwürfel. Ach ja, da war ja was. Ich brauche noch so ein komisches Glimmlicht. Scheiß. Brauchen wir auch wieder weiße Farbe für. Okay, wir bekommen aber gleich 8 so eine Dinger. Dann könntest du gar mit den 3 weiß, weil dreimal weiße Farbe haben wir ja noch. Sehr schön. Oh, das wird aber teuer hier. Okay, zum Glück brauchen wir das Ganze nur 2-mal. Was nichts daran ändert, dass es immer noch teuer ist. Achso, halt. Achso, Gold in der Mitte. Gut. Was ne, Mann. Was nichts daran ändert, dass es immer noch teuer ist, aber es ist zumindest vertretbar teuer. Scheiße. Brauchen wir hier noch ein paar Fragmente. Brauchen wir 2-mal Gold. Und was war's noch? Achso, Fackel. Ein, zwei, drei, vier. So, das Gold muss ich einschmelzen, das war's dann auch schon, oder? Weil das würde jetzt schon wieder die Fackel vergessen. Haben wir jetzt ein paar Fackeln auf Reserve gemacht gehabt? Nee, ne? Nee, die Fackeln haben wir nicht auf Reserve. Du, da brauche ich noch mal ein bisschen Kohle. Dann haben wir eine Fackel über. Ganz großes Kino. Ja, komm. So. Jetzt dieser komische Energieball. Mal wieder hier durchklicken. Was? Achso, ja, das Gold muss ich auch noch einschmelzen. Dankeschön. So. Perfekt. Jetzt wird das schon mal. Oh, man kann daraus auch kleine. Oh, ist ja süß. Candlelight. Candlelight Dinner. Ja, da kommt der Begriff. Für alle die noch kein Englisch können. Früher war es romantisch im Kerzenlicht zu onanieren, würde ich gerade sagen. Ja. So, wie geht es jetzt weiter? Jetzt muss ich aus den... Ah, ne, genau, aus dem muss ich jetzt einfach diese komischen Blöcke machen. Die Dinger hier. Da brauche ich Glas und weiße Farbe für. Alles Dinger, die wir haben. Gut, weiße Farbe kommen noch, aber dafür reicht es noch aus. Das war das Falsche. Was hier oben? Nein, dann war es hier unten. So, und Glas haben wir auch noch. Gerade so 3. Ach komm jetzt. So. Alles. Perfekt. Haben wir ein Ding übrig. Ich pack das Ding mal einfach mal hier rein. Oder, nee, komm. Hier rein. Ich habe keine Ahnung, was das werden soll.
Simple Energy Crystal. Vielleicht können wir daraus ja noch irgendwann mal was machen. So, jetzt brauche ich dieses komische Stahlzeug. Einmal normalen Stahlbarren und dann so ein Kack hier. Okay, das kriegen wir also auch hin. Wir brauchen also 12 mal Stahl plus 2 mal 4 Stahl. Das klingt total realistisch. Dankeschön. So, alles. Das zweimal. Hat es jetzt zweimal gemacht oder nur einmal? So, genau. So, okay. Jetzt können wir endlich die Lampen machen. Oder? Ach, ich weiß es auch mittlerweile nicht mehr. Doch. Hä? Wieso haben wir denn jetzt so viele hier vor? Warum haben wir. Oh, wir haben davon schon wieder viel zu viel gemacht. Wir haben von allem viel zu viel gemacht. Wieso kriegen wir denn jetzt zwei Lampen? Oh Mann, ey. Ich brauche Urlaub. Okay, komm. Und damit ist es so Feierabend. Das ist ja schon wieder alles verrückt. Feierabend, aus Ende.